91 Tagen wollen die Füchse Geschichte schreiben und zum ersten Mal deutscher Meister werden. Die Tabellenführung verteidigen war also das Motto gegen den HC Erlangen. Und die Berliner warfen sofort den Turbo Super Hyper Express an minus 4, der schnelle Rückstand für Erlangen. Dann kam Heini. Seltenheit solche Treffer. Alles, was die Berliner machten, war in der Geschwindigkeit zu schnell für die Franken. Berlin gnadenlos, Erlangen überfordert, viel zu viele einfache Ballverluste. Und das sind Einladungen für Matthias Gitzel. Berlin wollte Erlangen aus der Halle schießen. Die ersten 10 Würfe waren alle drin. Und das lieben die Füchse. Abwehr gewinnt Bälle und mit Geschwindigkeit nach vorn. Tolle Kooperationen im Angriff der Berliner. Erlangens Abwehr absolut nicht griffig. Füchse suchten immer wieder Marsenic. Plus 8 war hier der Vorsprung. Der größte Abstand in der ersten Hälfte. Alle dachten, Erlangen geht zur Pause mit mindestens 10 Toren Unterschied runter. Die Füchse stellten dann aber die Abwehrarbeit ein. Aber ich gab es relativ einfache Tore. So wie hier von Seitz. Erlangen steigerte sich, kämpfte sich ran. Halbzeitstand 2015, plus 5, nur plus 5. Anfang der zweiten Hälfte verkürzte dann auch Erlangen. Aber die Berliner hatten immer wieder perfekte Antworten. Zum Beispiel mit Fabian Wiede. 164 Tage Verletzungspause, 3 Comeback-Tore von Wiede. Die Gäste gingen dann das Tempo mit, zeigten eine super Moral. Hier, Bissel, Ballgewinne und weiter, immer nach vorn. Mit Struktur, da war das Mismatch, Olsson. Die Füchse durften sich nie sicher sein. Ohne Firnhaber, Büdel, Metzner, Erlangen, Ersatz geschwächt. Aber mit tollen jungen Akteuren, mit ganz viel Perspektive, wie Stefan Seitz, hier der Vierer. Er ist U21-Weltmeister, machte ein sehr gutes Spiel, 5 von 5, 100%. In kritischen Situationen zeigten sich bei Berlin dann die Führungsspieler und natürlich ihr X-Faktor. Matthias Gitzel, Magic Gitzel, Zaubertor, sein 14. Treffer in diesem Spiel. Endstand 39 zu 32. Die Füchse zementieren die Tabellenführung. Ich glaube, wenn man sieht, wir haben 32 Gegentore bekommen. Natürlich haben wir viel Tempo gemacht und natürlich entstehen so auch mehr Angriffe für die Gegner halt. Aber ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir die Abwehr, die wir am Anfang gestellt haben, mit dem Ballgewinn, mit dem Tempo, dass wir da gegangen sind, genau anknüpfen können halt, ne? Ich glaube, so gefühlt alles. Also sowohl im Angriff haben wir relativ viele Bälle weggeschmissen, haben es nicht mal geschafft, den Ball Richtung Tor zu bringen, sondern ungenaue Pässe, spielen den Gegner die Bälle in die Hände, machen technische Fehler und werden dann durch diese Turnovers einfach direkt bestraft. Nächsten Sonntag dann der Showdown. Erster gegen Zweiter, Magdeburg gegen Füchse. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.